Hallo und herzlich willkommen zurück zu Party Hard und ich bin ein Noob. Ja, ich habe schon versucht, dieses Level schon einmal aufzunehmen. Was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Aber gut, ich habe sowieso nichts geschafft, deswegen können wir einfach neu starten. So, also, was ich schon gesehen habe, da ist ein Bottich, da sind zwei Dings. Alter, ich habe doch gar nichts gemacht. Chill erstmal, okay. Dieses komische S, das kippt um, wenn ich damit interagiere. Die Bärenfalle ist ziemlich praktisch, um einen der Wachen zu killen. Ja. Also ich werde erstmal damit anfangen, das Essen zu vergiften. Aber ich werde erstmal versuchen, die eine Wache, die hier immer rumläuft, werde ich erstmal versuchen umzunieten. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, wenn man da ein paar Wachen weniger hat. Wo ist er denn jetzt? Wache? Wo ist jetzt die Wache hin? Es gibt hier immer irgendeine Wache, die hier unten rumläuft. Ja, die geht hier hin, bleibt dann stehen und geht dann wieder so zurück. Und die will ich jetzt erstmal mit der Bärenfalle jetzt töten. Wo ist er denn jetzt? Ah, okay. Die scheint jetzt hier lang zu laufen. Die scheint auch in dem Gang auch alleine zu sein, sonst sind wir mit mehreren Leuten da. So, jetzt hier oben hin. Und die Wache ist tot. Das ist schon mal praktisch. Schon mal praktisch, wenn da eine Wache weg ist. So, gehe ich jetzt hier hin. Gucke erstmal, ob da keiner in den Raum hier reingeht. Und jetzt steche ich die ab und den steche ich ab. So, die beiden hier kann ich auch noch töten. Ach, scheiße. Oh, nee. Lol, was macht Luigi da? Ach gut. Er ist zu alt für den Mist. Mario, Alter. Verpiss dich. Ach komm. Mario. Jetzt hör auf hiermit. Mach mir nicht meinen Fluchtweg kaputt. Ach, du Arschloch. Du bist so ein Arschloch. Mal, ich kurz mal das Essen hier mal. Giftig. Muss halt irgendwie zusehen. Muss halt jetzt irgendwie zusehen, dass ich diesen Fluchtweg nicht brauche. Aber die Wachen. Es gibt hier in dem Gang schon mal keine Wachen. Das ist jetzt schon mal gar nicht mal so verkehrt. So, und jetzt warte ich hier erstmal. Ich gehe erstmal hier oben in den Raum mit der Deutschlandflagge. Warte erstmal, bis das Gift wirkt. So, jetzt kippen ein paar Leute um. Dann warte ich mal, bis sich das rumgesprochen hat, dass das Essen vergiftet ist. Ne? Ich wollte ihn gerade von hinten abmeucheln, aber... So, jetzt gehe ich mal hier hin. Warte, bis die Leiche entdeckt wird. Und geht so lange erstmal kacken. Ja. Ah, erstmal kacken hier. Ah, richtig erstmal schöne Wurst rausdrücken. Eine schöne Wurst aus dem Rücken drücken.
Natürlich, der Schwarze wird jetzt verhaftet. Ist ja klar. Wer wird sonst verhaftet? Dieser bleiche, weiße Typ, der schon überall gesucht wird? Nein, der Schwarze wird verhaftet. Dieser Rassismus. Aber schon mal 12 Leute weg, das ist ja schon mal gar nicht mehr so schlecht. Boah, 4 Leute hier drin. So eine richtige Killing Spree. So. Combo. Schön. Dann warte ich immer, bis hier die Leute da gefunden werden. So, jetzt werden erstmal die Leichen abgedeckt und wieder die Polizei erstmal warten, bis sie weg ist. So, Leichen werden abgedeckt. Das hat sich schon mal gelohnt, dieser Raum. So, wieder hier unten warten. Ja, irgendwie muss ich nachher diese komischen Wachen da wegbekommen. Der eine bewegt sich auch kein Stück. Doch, jetzt hat er sich bewegt. War das nicht vorhin 16, die ich hatte? Und 2 habe ich getötet, jetzt ist nur 17. Ja, Polizei zischt jetzt langsam ab. Mädchen da oben kann ich töten. Na, die hier nicht so, weil die Tür offen ist. Da will ich lieber nichts riskieren. So. So. Es wäre jetzt eigentlich ein guter Moment, die beiden hier zu töten. Ach komm, ich mach's. So, jetzt geh weg. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Oder zur Wache eher. Oder aufs Revier. Keine Ahnung, wie du das nennst. Nimm mal das Ding hier mit. Rauchbombe. Okay. Also ich muss irgendwie es schaffen, diesen Süßigkeitenautomaten da links irgendwie zu sabotieren. Dass da halt so eine Wache dann vorbeiläuft und dann getötet wird. Das wäre schon mal praktisch. Eine Rauchbombe könnte dabei behilflich sein. Allerdings, ja. Ja. Nee, nicht so gute Idee. Ich muss sie irgendwie wegbekommen, diese scheiß Wachen da. Aua, scheiße! Hat es nicht so funktioniert, wie ich das gehofft hatte. Das Level ist schwierig. So, jetzt sind da links nur 2 Wachen, das hilft schon mal.
So. Eine ist schon mal weg. Warte, nein, ich habe doch nichts gemacht. Junge, beruhig dich. Ich wollte mir nur was zu essen holen. Ich wollte mir doch nur was zu essen holen. Jetzt beruhig dich mal. Aber der will einfach nicht, dass ich mir was zu essen hole. Also wirklich, scheiß Security. Immer so überempfindlich. So, jetzt habe ich mir auch mal was zu essen geholt. Obwohl der Security-Typ es ja nicht wollte. Kleine Bitch. Nein, Kellner, geh hier nicht hier rein. Hier geht jetzt keiner rein, der irgendwas gegessen hat, ja? Oh, der Kellner, der stirbt aber nicht davon, der wird nur ohnmächtig. Okay. Interessant. Da wird wieder das Schwarze verhaftet. Und jetzt wird der weiße Schnüdel da verhaftet, oder was? Alles klar. Oh, der Kellner ist doch gestorben. Venomous Rush habe ich bekommen als Errungenschaft, okay? Keine Ahnung. Zum Teufel? Ich glaube, das wäre jetzt ein guter Moment, um... Nee, wäre doch kein guter Moment. Muss erstmal warten, bis der umgekippt ist und mich keiner mit dem assoziiert. Ah, fickt euch doch, scheiß Wache. Ich muss gleich. Also, wenn es gleich. Oh, jetzt ist da ein Zebra. Okay. Interessant. Wesentlich weniger Wachen an, wie es aussieht. Ah, es ist auch die Bärenfalle dafür nicht mehr da. Okay. Erstmal das Essen vergiften und schnell verpissen. Ah, der läuft aber trotzdem noch da lang. Oh, dann warte ich erstmal. Erstmal wieder warten. Umzins, Baby. Okay, jetzt kippen die ersten um. Ah, jetzt wird die Cheerleaderin verhaftet, okay. Ist doch nicht so mega krass rassistisch, wie ich dachte. Fünf Leute schon direkt erstmal weg. Und es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Da. Da auf den linken Klo, da läuft jetzt eine raus, die kippt jetzt auch um. Na? Schmeckt scheiße. Ich weiß. Ich bin halt kein guter Koch.
Ja. Okay. Also die eine Wache ohne den blonden, ohne mit, also mit den schwarzen Haaren. Den muss ich wohl mit dem Pferd töten. Oder mit dem Süßigkeitenautomaten. Das geht natürlich auch, aber da laufen immer so viele Leute lang. Ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren. Ah. Schade. Boah, jetzt sind hier drei Leute in der Ecke. Außer in dem Gully kann ich die Leute verstecken. Genau so nämlich. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich die Wachen da links loswerde. Ja, komm her. Komm ruhig her. So. Okay, die kommt auch hierher. Die Ecke ist an sich ja schon mal einmal so schlecht. Wie praktisch, stellt sich direkt auf den Gully. Da kommt der nächste jetzt hier doch nicht. Okay, die Wache kommt jetzt langsam an. Doch nicht. Ah, die kommt jetzt aber hier unten an. So. Kann ich die eigentlich auch in den Gully werfen? Die besoffenen Leute? Ah, Opfer lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. So. Na komm. Scheiße. Nein. Ach Gott, ey, ich bin so fucking dämlich. Ach Gott, ey. Na gut. Ich glaube, ich werde mich mal erkundigen, wie das Level irgendwie lösbar ist. Man sieht sich dann in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.